was ich hörte und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Bin ich mal gespannt, wie die Reise beginnt. Die Makostadt, Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns, der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Wenn ich das darüber vorstellen kann, wie jetzt der Nachfolger startet, aber niemand vernahm sein qualmendes Flehen. Fast niemand, denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung Avalanche. Ah, das war zusammen schon richtig geil mit Mobius und Elite-Krieger namens Cloud Strife. Kaktus. Diese mutigen Kämpfer. Oh, mehr Ultimale bei den Pferden. Das war schon geil. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Aris. Ja. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Na ja, gut. Da muss man überspringen, um mal anfangen mit der Reise. Neues Spiel. Zack. Gespeicherte Daten habe ich keine drauf. Standardeinstellung. Ja. Machen wir aktiv. Genau. Und startet. Hey. Live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7 und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort.
sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodiert sein? Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen. Ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Bring ihn da rüber! Nach dem Helikopter. Offenbar wurden Überlebende gefunden. Mist! Film schnell was anderes! Mal kurz auf den Auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge. Bloß eine Markovergiftung. Warte! Thank you.
ist die Zetra! Wenn die entwischt, dann sind wir geliefert! Jammert nicht rum! Sucht sie! Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Eris. Ich bin zurück. Dann lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann noch Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Es gießt wie aus Kübeln. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also, mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Gar nicht. So leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makoreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Oh! Ungeheuer versperren den Weg! Los! Nichts da! Geht schon!
Sephiroth war eine Klasse für sich. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja. Dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Xander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte... Bis zum Abend bist du freigestellt. Mhm. Die dritte Fuhre Wäsche heute. Dank der Marco-Leitung trocknen Papas Unterhosen im Nu. Wirklich ein Segen. Das Wasser bei uns schmeckt viel besser als in Midgard. Probier's. Esst ihr bei Soldat eigentlich mehr als gewöhnliche Leute? Hier ist alles an Butter.